Herzlich willkommen in Stralsund. Kommt mit ins Ozeaneum. Hier könnt ihr digital mehr erleben. Mit der Firma FluxGuide haben wir ein interaktives Informations- und Navigationstool entwickelt. Das Besondere an der App, die wir gerade fürs Unternehmen entwickeln, ist, dass wir ausschließlich auf dialogbasierte Vermittlung setzen mit Gamification-Ansatz. Mit unserem Kooperationspartner von Clone Cobots Lab haben wir Uli getestet. Hallo. Hallo. Stell dich doch einfach mal selber vor. Ich bin Uli, ein digitales Informationssystem in der Ausbildung. Ich bin Teil vom Projekt Skilled. Von den Museumsgästen lerne ich ständig Neues. Erzähl du doch etwas. Du bist doch Entwickler. Na gerne. In unserem Projektteam TH Köln und DB Systel erforschen wir Dialoge auf Augenhöhe mit sozialen Robotern. Hier im Museum geht das super, weil wir einfach so viele unterschiedliche Gäste haben. Mit dem Fraunhofer IPMS in Dresden haben wir das Potenzial von Gestensteuerung für die digitale Vermittlung im Museum erprobt. Wir befinden uns hier in Dresden in einem Labor des Fraunhofer Instituts für Photonische Mikrosysteme. Und für uns ist es etwas Besonderes, mit einem Museum zusammen ein Forschungsprojekt zu bearbeiten. Unsere Forschungsaufgabe ist die Entwicklung und Herstellung solch siliziumbasierter Bauelemente. Dieses hier für das Ozeaneum in Stralsund kann Ultraschall senden und empfangen und wird in einem Demonstrator zur Gestensteuerung verwendet. Das war unser digitaler Rundgang im Ozeaneum hier in Stralsund und ein kleiner Einblick in unsere Projektarbeit.